Wir stehen hier an der Fläche Waldhäuptl. Hier auf der Fläche standen ursprünglich Buchen, Eschen, Ahorne, die uns in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den Trockenjahren 2018 bis 2020 abgestorben sind. Wir haben seit Jahren Probleme mit dem Eschentriebsterben, ein Pilz, der aus Asien eingeschleppt wurde und der uns die Eschen bis zu 95% mittlerweile schon zum Absterben gebracht hat. Nächste Schadereignis ist die Rußrindenkrankheit beim Ahorn. Das heißt, Ahorn, der ungefähr 15% Flächenanteil hat, wird uns in den nächsten Jahren auch ausfallen. Wir pflanzen heute ganz viele Bäume für die BKK Pfalz. Das ist das Projekt Jubiläumswald, was wir hier im Rahmen unseres 100-jährigen Jubiläums initiiert haben mit Landesforsten Rheinland-Pfalz. Wir haben jetzt mit unseren Forstwirten hier schon mal die Löcher vorgebohrt. Die neuen Pflanzen müssen tief in den Boden rein, damit sie auch, wenn im nächsten Frühjahr, dann Frühjahr, Sommer, wieder Trockenphasen kommen, dass sie immer noch ans Rundwasser rankommen. Also hier haben wir einjährige Eichen, die eine Baumschule aus dem Saatgut, das bei uns gewonnen wurde, angezogen hat. Die nächste Baumart, die wir hier haben, ist hier die Baumhasel und wir hoffen, dass die deutlich besser zurechtkommt. Wie jetzt vielleicht unsere Baumarten. Hier sehen Sie Nussbäume und zum Schluss haben wir hier noch Steineichen, also Eichen aus Südeuropa, die immer grün sind. Wie man unschwer erkennen kann, legen wir alle Hand an und ich bin super stolz darauf, dass unsere Auszubildenden dabei sind. Unsere Mitarbeitenden haben verschiedene Vorschläge gemacht zu unserer 100-Jahr-Feier und dann kam auch 100 Jahre Pfalz, 100 Jahre Bäume und da wollten wir uns halt auch beteiligen an dem Wiederaufforsten von Wald oder dem Umkultivieren von Wald. Sie haben natürlich die Bäume hier eingepflanzt, ne, und dann hier auch reingestampft mit dem Fuß und dann auch diese Röhren hier mit drauf und die Stängel hier mit reingehämmert. War auf jeden Fall tatkräftig schon geackert. Wir stehen jetzt hier vor Wuchshüllen. In diesen Wuchshüllen ist einmal Windruhe drin und zum anderen, die Bäume versuchen ja möglichst schnell ans Licht zu kommen. Das heißt, das Wachstum ist hier deutlich gesteigert. Wir legen die kleinen Pflanzen rein, machen die Erde drumherum, stecken nebendran hier so einen kleinen Stock. Unten in den Rohren sind Löcher, das ist dann wie so ein Treibhauseffekt. Dadurch wächst auch die Pflanze schneller nach oben Richtung Licht. Wir pflanzen tatsächlich Wald. Wir danken den Waldforsten hier in Rheinland-Pfalz, die uns ermöglicht haben, hier auf dieser tollen Fläche, die leider von der Natur nicht gut bedacht war, was Neues entstehen zu lassen. Und wir tun was für die nächste Generation. Der Boden ist eigentlich schön weich und deswegen konnten wir die Bäume auch super pflanzen. Die Löcher wurden schon vorgefertigt und dann ging das jetzt auch recht schnell. Wir haben super erklärt bekommen. Von daher macht das auch richtig Spaß und man kommt gut voran.